Und ein herzliches Willkommen zurück zum zweiten Angedaddelt-Video von Lacuna Passage. Und wir haben hier tatsächlich, ich bin noch ein bisschen gelaufen, es ist nicht viel passiert, im Grunde nichts. Aber ich habe hier tatsächlich jetzt noch einen Punkt gefunden. Es ist vielleicht wieder eine Rettungskapsel. Escape Pod, gucken, eventuell ist es auch was anderes. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es mit euch zusammen rausfinden, weil alleine will ich das nicht. Darum mit euch zusammen. So, das ist übrigens unser Escape-Pod gewesen und das ist was anderes. Und ich weiß nicht, was es ist. Es ist noch Nacht. Es ist 4:30 morgens. Ich weiß nicht, wann es hier hell wird. Ich hoffe bald, weil ich habe es gern hell und nicht dunkel. Dunkel ist immer so trist, so dunkel. Halt, ne? Ich mag es doch, wenn die Sonne scheint und Lichtstrahlen in mein Gesicht scheinen. So dieses Exploring, das hat so ein bisschen was von, finde ich, auch No Man's Sky. Ein Spiel, was viele nicht mögen und derbe enttäuscht waren. Ich mag No Man's Sky tatsächlich und immer noch tatsächlich. Und ja, gefällt mir. Und jetzt, wo No Man's Sky tatsächlich auch einen Fotomodus hat, da komme ich kaum noch zu irgendwas anderem. Da kannst du ja keinen Schritt tun, ohne nicht mal ein Foto zu schießen. Weil teilweise ist es echt hübsch. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ein weiteres Habitat habe ich bisher noch nicht gesehen. Und was mich auch wundert, ist, dass mein Oxygen nicht niedriger wird. Sollte das nicht irgendwie mal niedriger werden? Auch die Batterie. So, komm, wir machen nochmal Taschenlampe an, damit wir ein bisschen Licht haben. So, was haben wir hier? Oh, da ist auch noch was. Gucken wir auch hin. Es ist natürlich viel Gerenne. Eventuell wird das Spiel dann doch schnell öde, aber weiß man nicht. Vielleicht weiß es noch zu überraschen. Vor allem, oh, was ist denn das? Ist das ein Auto? Puh. Hallo, Auto. Disabled PRT. Das ist ein Auto, Freunde. Das ist ein Auto. Ich möchte dieses Auto fahren. Wie läuft denn das? Was muss ich tun? Das kann ich, glaube ich, gar nicht fahren. Schade. Aber nur Storage. Oh, hier haben wir ja wieder alles drin. Aber wirklich alles. So, nehmen wir auch alles wieder mit. Da kennen wir nichts. So, guck mal, Schokolade. Komm, nimm mal, nee, nicht zu Container. So, nehmen wir alles mit. Ich würde einfach auch gerne gleich alles auf einmal einstecken. Aber das geht, glaube ich, nicht. Alles auf einmal nehmen. So, Knife habe ich schon. Das kann da drin bleiben. Kidneybohnen, die nehmen wir mit, weil Kidneybohnen sind mega lecker. Macaroni sind bestimmt auch lecker. Habe ich noch nie gegessen. Macaroni mit Käse, nie gegessen. Mushroom Soup. Ekelhaft. Oh, Peanut Butter. Was? Oh, warte mal. Hier, Oxygen. So, das nehmen wir mit. Was ist das hier? Eine Schaufel. Na klar. Warum nicht? USB Drive. Portable Data Storage Device. Ja, warum nicht? USB kann man immer gut gebrauchen. Scrap Plastic, small piece of plastic. Das kann hier bleiben. Wir nehmen aber hier noch das mit. Und was ist das hier? Radiation Exposure Mats. Okay, nehmen wir auch mit. Eine Solarzelle wird auch mitgenommen. Scrap Metal, kann man nie wissen, wofür man das mal braucht. Peanuts, auch das wird mitgenommen. So, Rosinen. Mag ich persönlich gar nicht. Find Rosinen mega ekelhaft. So, und Walnüsse. Nehmen wir auch noch mit. So, das soll genügen. Ich würde lieber, viel lieber das Auto fahren. Oh, es wird hell. Endlich wird es wieder hell. Kann ich nicht das Auto irgendwie fahren? Ach Mann. So, dann gehen wir jetzt hier hin. Oh, guck mal, das, guck mal, wie da wieder die. Oh, so schön. Und das ist auch schön. Auto, wie es da so steht. Nee, komm, gehen wir einfach weiter.
So, wo wollen wir hin? Hier. Das ist aber auch nicht das, was wir schon kennen, oder? Nee, ist was anderes. So, bisher wirklich noch keinen weiteren Außenposten gesehen. Ich würde gerne einen weiteren Außenposten finden. Aber da habe ich die Hoffnung langsam aufgegeben. Und dass es hier ein Auto gibt, da bin ich doch jetzt überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Wäre es so gern gefahren, dann wäre das alles hier viel schneller gegangen. Aber man kann nicht alles haben. Wenigstens kommt man ordentlich was ausräumen, kommt man ordentlich looten, das gute Stück. Es ist doch so viel angenehmer zu latschen als nachts, wenn alles zappenduster ist, oder? Finde schon. So, das ist bestimmt auch noch wieder so ein Navigationspunkt, oder? Aber vielleicht ist denn hier auch noch eine Basis in der Nähe. Oh, guck, da hinten ist es schon. Ich kann es schon erkennen von hier. Mann, wie kommt denn das, dass sich hier wirklich mein Sauerstoff nicht zur Neige geht und meine Batterie? Okay, es ist ja noch im Alpha-Status, nee, oder Beta-Status, ich glaube Beta-Status. Da kann man sowas entschuldigen. Wenn so, oh, jetzt geht Oxygen alle. 99%. So, haben wir jetzt hier vielleicht nochmal irgendwo anderes Habitat? Nein. Freunde, da habe ich gleich wieder Bock, den Marsianer zu gucken. Wenn man das hier jetzt so sieht, ist schon fetzig. Hat was. So, ich gehe mal hier auf den Berg. Gehe mal hier auf diesen Scheißberg und gucke, ob ich von hier aus vielleicht ein Habitat sehe. Aber nee, der würde mir sonst auch angezeigt werden auf dem Scanner. Aber vielleicht bringt es ja irgendwas hier, diese Navigationsboje in Gang zu bringen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber irgendwas wird schon bringen. Licht habe ich ausgemacht? Ja. Okay. So, sonst ist kein Habitat. Ja, Freunde, ich würde euch ja wirklich gern mehr zeigen, aber mehr gibt es hier im Moment tatsächlich nicht zu sehen. Leider. Darum befürchte ich tatsächlich fast, dass das Spiel doch recht schnell relativ, ja, eintönig werden kann, wenn man hier wirklich nur über den Mars läuft und nichts findet. Also es wird auch noch einen Story-Modus geben, später. Der ist jetzt noch nicht verfügbar. Ich weiß auch nicht genau, wann es den Story-Modus geben wird. Aber es wird definitiv einen geben. Ist schon im Hauptmenü aufgeführt, aber dort ist noch nichts auszuwählen. Sonst hätte ich mit euch jetzt den Story-Modus gespielt, aber vielleicht in später, wenn der denn mal verfügbar ist. Müssen wir mal gucken. So, haben wir hier jetzt irgendwie irgendwas? Nee, nicht so. Warte mal, da hinten? Ist da hinten irgendwas? Nee, das ist wieder nur Gestein. Gut, hier, das ist offline. Wie sieht's denn aus? Was brauchen wir? Circuit Board is necessary. Und eine Sicherung. Sicherung Hammer. Das ist wie immer kein Problem. Gut, Circuit Board ist voll funktionsfähig. Dann packen wir mal hier noch eine Sicherung rein. So, Sicherung ist drin. Zu und bitte. Okay, es ist an. Es ist alles an. Was bringt es mir jetzt? Im Grunde bringt es mir doch nichts, dass ich das Ding jetzt hier angemacht habe. Es wird mir jetzt hier zwar schön angezeigt auf dem Navi, aber letztendlich völlig Wurst. So, was ist denn das hier? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Gut, dann gehen wir mal einfach weiter. Ne? Einfach weiter, vielleicht finden wir hier nochmal irgendwie irgendwas. Kennt ihr vielleicht noch irgendwelche coolen Filme auf dem Mars, die auf dem Mars spielen, außer der Marsianer? Kennt ihr da irgendwelche Filme, die richtig cool sind, wo die Atmosphäre klasse ist? Habt ihr da Empfehlungen? Schreibt auch das doch einfach mal in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Mars-Empfehlungen habt.
Und komm jetzt nicht mit dem Schokoriegel. Das wäre zu billig. Das wäre wirklich zu billig. Ich glaube nicht, dass wir hier tatsächlich noch irgendwas finden werden. Ich bin da nicht sonderlich optimistisch. Wir könnten natürlich auch zu unserer Basis zurückgehen und Sachen craften. Oder zumindest versuchen zu craften. So, wie sieht es denn nochmal aus hier? Ich bin jetzt hier mitten im Nirgendwo. Und es ist nicht zu sehen. Nichts wird mir angezeigt im Scanner. Oxygen sinkt auch nicht weiter. Im Grunde könnte ich mich jetzt dumm und dusselig rennen und nichts finden. Also da muss definitiv noch ein bisschen was passieren, was Inhalt angeht, weil sonst sehe ich echt schwarz für das Spiel. Weil die Prämisse von dem Ding ist ja ganz geil. So Überleben auf dem Mars ist prinzipiell fetzig. So, aber hier ist wirklich nix. Absolut nix. So, dann gehe ich mal direkt hier lang. Einfach nur Landschaft, steinige Landschaft und sonst nichts. Leider. Aber nichtsdestotrotz, es ist schön, mal reingeschaut zu haben. Vielleicht finden wir jetzt nochmal was. Ich könnte jetzt auch einen Cut machen, aber nee. Ich will, dass ihr mit mir zusammen diese Erkundung mitmacht. Wenn ich leiden muss, Freunde, dann müsst auch ihr leiden. Ich würde euch einen Witz erzählen, aber mir fällt keiner ein. Es ist jetzt auch wirklich die dümmste Konversation, die ich hier mit euch betreibe. Obwohl, es ist ja schon mehr ein Monolog im Moment. Aber guck mal, die Landschaft ist ja schon teilweise ganz hübsch. Prinzipiell ganz, ganz hübsch. So, okay. Was ist das? Oh, das ist tatsächlich mal was Neues. Aber ein Habitat ist nicht zufällig hier, oder? Gut, dann rennen wir jetzt mal hier zu dem Punkt. Das ist aber auch nicht unser Navigationspunkt. Nee, das ist nochmal ein anderer. Gut, dann direkt hier hin. Ein Habitat wäre viel cooler. Statt wieder nur so ein Navigationspunkt und eventuell noch ein Auto oder Escape-Pod oder was auch immer. Ich meine, ist klar. Ich meine, die Landschaft kann ja jetzt nicht gepflastert sein mit irgendwelchen coolen Sachen. Das erwarte ich ja prinzipiell auch gar nicht. Aber wenn man mir sagt, ja, finde Habitat Beta und Gamma, dann könnte man mir das auch mal irgendwie irgendeinen Hinweis zumindest geben, wo ich langlaufen soll. Aber ich laufe mir hier dumm und dusselig und finde denn halt nichts. Und das ist nicht gerade motivationsfördernd. Zumindest nicht für mich. Einige mögen das ja vielleicht leiden können, aber I'm not one of them. I don't like running around with no point. Ja, my English is not that good, you know. But I don't really care, because I like to speak like this. You know. Gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber erstmal hier zu dem Punkt. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Ich befürchte aber, es ist wieder nur ein Escape-Pod, den ich ausräumen kann. Wo wieder viel Kram drin liegt, den ich nicht brauche. Weil ich auch kein anderes Habitat finde. Was ist das? Da ist was Blaues. Was ist das Blaue? So. Oh, warte mal. Kalorien. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Warte mal, wie sieht's denn aus? Ach, 750 Kalorien. Ja, gut. Ich kann schon mal ein bisschen was essen. Warum nicht? Nee, kann ich nicht. Wieso kann ich denn nichts essen? Ich muss doch essen. Freunde, ich muss essen. Kann ich wahrscheinlich nur zu Hause. Okay, dann werde ich mal ein bisschen langsamer gehen und dann werde ich zu meinem Habitat zurückgehen. Was ist denn das?
Temporärer Außenposten. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder alles. Nehmen wir auch natürlich alles wieder mit. So, was ist das? Ein Hammer. If I had a hammer. Mit Hammer finde ich gut. So, das nehme ich auch noch mit. So, Fuses nehmen wir natürlich auch noch mit. So, alles wird hier mitgenommen. Scrap Plastic. Eine Schere. Oh, was ist denn das hier? Königsberger Klopse? Nee, Reiskekse. Okay, was haben wir hier noch? Metal Structure Support. Plastic Structural Support nehmen wir auch mit. Hier, guck mal, was haben wir hier? Rohre. So, dann lassen wir es erstmal dabei. Ist erstmal nicht weiter wichtig. So, aber was ist das hier? Lightstand Oxygen Tanks. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, keine Ahnung. Temporäre Ausposten. Tja, hier ist nicht viel zu tun. Hier kann ich zwar Oxygen Tanks rausnehmen, aber brauche ich jetzt nicht zwingend, oder? Nee, eigentlich nicht. Gut, dann gucken wir mal hier. So. Dann gehen wir hier mal noch zum Navigationspunkt und dann zurück zu unserer Basis, wo ich dann ganz gemächlich was essen werde. Weil das scheint... Ui, das ist schick. Das ist ganz gar schick. Wo ich dann ganz gemächlich ja essen werde. Ne, weil sonst gehe ich noch hops. Ich möchte nicht sterben. Und ich kann natürlich nicht essen, wenn ich einen Helm auf habe. Und einen Helm darf ich ja hier nicht abnehmen. Logisch. Okay, die Sonne geht unter. Um diesen Navigationspunkt will ich mich aber noch kümmern, bevor es denn letztendlich zurück zu meinem Habitat zurückgeht. Ach Gott, aber wenn ich jetzt sterben sollte wegen Verhungern, hey Gott, dann ist das eben so. Okay, und da haben wir es wieder dunkel. Ich mache schon mal die Funzel an. So, dann haben wir 17 Minuten haben wir jetzt um. Mal sehen, dann sind wir vielleicht bei 20, 21, wenn wir wieder zurück in der Station sind. Können wir einen Happen essen. So, Waypoint added. Das ist ja wunderschön. Aber kein Habitat. Na gut. Ja, wir wissen ja, wie es läuft. So, hier, das ist mal wieder. Zack. So, replace, da packen wir mal noch eine Fuse rein. So, was haben wir hier? Maintenance Panel, okay, ne, alles cool. So, dann dürfte jetzt alles heil sein. Alles super. An. Und raus. So, auch das ist enabled. Aber wir haben immer noch kein Habitat. So, darum gehen wir jetzt mal zu unserem zurück. Das ist ewig weit weg. Das ist wirklich ewig weit weg. Ich würde mal sagen, das müsst ihr nicht zwingend mitmachen, weil das ist wirklich, würde wirklich ewig dauern. Ich würde mal sagen, dann machen wir hier einen Cut. Ich weiß es nicht, ob noch ein Teil kommt. Kann ich euch nicht sagen. Sagt mir einfach Bescheid, falls ihr noch einen Teil sehen möchtet oder falls der Teil hier gut geklickt werden sollte. Oder generell. Das erste angedattelt und das zweite angedattelt. Dann kommt eventuell noch ein drittes angedattelt von dem Spiel. Würde ich mal sagen, in diesem Sinne sehen wir uns eventuell bei Teil 3. Eventuell aber auch nicht. Das sehen wir. Denn darum sage ich jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Lasst einen Daumen da. Besucht zahlreich meine anderen Videos und Let's Play rein und so. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und ciao.